Das Kanban-System. Was lernen Sie in diesem Slidecast? Kanban ist eine Methode der Produktionssteuerung. Es gibt einen Unterschied zwischen Push- und Pull-Prinzip im Rahmen der Produktionssteuerungen. Es werden die Voraussetzungen zur Anwendung sowie die Regeln des Kanban-Systems vorgestellt und die Funktionsweise des Kanban-Systems anhand eines Beispiels dargestellt sowie die Vor- und Nachteile des Systems aufgezeigt. Das Kanban-System ist in den 50er Jahren in Japan entwickelt worden und ist ein dezentrales Steuerungskonzept, was entstanden ist vor dem Hintergrund, dass klassischerweise zentrale Planungssysteme im Rahmen der Produktionssteuerung dafür gesorgt haben, dass am Ende Lager übrig geblieben sind oder Lager entstanden sind, die Kosten verursachen. Und die Idee des Kanban-Systems ist es, diese Lager dadurch zu reduzieren, dass man quasi nachfrageorientiert, also von der letzten Produktionsstufe, idealerweise sogar nachfrageorientiert aus dem Markt heraus, die Produktion steuert und damit die Lager oder die Notwendigkeit eines Lagers möglichst verringert. Die Orientierung findet also ausschließlich am tatsächlichen Verbrauch statt. Und das Prinzip, wie gesagt, ist ein sogenanntes Pull-Prinzip. Damit sind verbunden zum einen die angesprochenen Verringerungen der Anzahl der Lager und das insbesondere der Pufferlager zwischen den einzelnen Produktionsstufen. Dadurch generiert eine Kostensenkung und idealerweise das Ganze innerhalb einer sogenannten Just-in-Time-Lieferung im Unternehmen, sodass quasi die Pufferlager mehr oder weniger auf null reduziert werden können. Wie sieht sowas aus? Klassischerweise eigentlich gibt es einen zentralen Unterschied zwischen dem Push-Prinzip der Produktionssteuerung und dem Pull-Prinzip. Das Push-Prinzip zeigt eine zentrale Produktionssteuerung, die dafür da ist, den Gesamtprozess der Produktproduktion zu überwachen und jeweils den einzelnen Abteilungen die entsprechenden Daten zukommen zu lassen. Die Systematik verläuft dann folgendermaßen. Die erste Abteilung erhält die Daten, produziert und die Daten gehen dann jeweils weiter an die nachgelagerten Stufen. Die Zwischenprodukte landen in Pufferlagern und werden dort von den nachgelagerten Produktionsstufen entnommen und weiterverarbeitet. Die ganzen Prozesse laufen über eine zentrale Produktionssteuerung. Der Nachteil dieser Methode besteht darin, dass die jeweiligen Pufferlager unter Umständen zumindest eine Größe erreichen können, die extreme Kosten verursacht, weil die nachgelagerten Stufen nicht in dem Ausmaß zu dem Zeitpunkt die Vorprodukte brauchen, wie diese von den vorgelagerten Stufen produziert werden. Aus diesem Grund versucht das Kanban-System den umgekehrten Weg und steuert die Produkterstellung durch die Nachfrageseite, kommt also von der letzten Stufe der Produktion, die dann ihrerseits die Meldungen weitergibt, rückwärts sozusagen entlang des Produktionsprozesses an die vorgelagerten Stufen mithilfe der sogenannten Kanban-Karte. Und hier wird auf eine zentrale Produktionssteuerung komplett verzichtet. Die Voraussetzung für das Kanban-System ist ein stetiger Materialfluss und somit eine möglichst stetige Nachfrage nach Endprodukten. Das heißt, in dem Moment, wo die Nachfrage sehr ungleichmäßig stattfindet, funktioniert die Idee eigentlich dieser Verringerung der Zwischenlager nicht, weil dann das wiederum voraussetzen würde, und das ist quasi die zweite Bedingung, dass die Kapazitätsreserven und Arbeitskräfte so flexibel sind, dass sie Nachfragespitzen bzw. Nachfrageausfälle entsprechend berücksichtigen können. Aus dieser Voraussetzung ergeben sich zwei wesentliche Regeln für das Kanban-System. Die erste ist, dass die nachfragende Produktionsstufe nicht mehr Material anfordern darf, als benötigt wird. Zum anderen, dass das Material vorzeitig angefordert wird und dass aus mehreren Behältern mit gleichen Teilen gleichzeitig Material entnommen wird. All diese Dinge sind verboten im eigentlichen Sinne, sodass sichergestellt werden kann, dass die übrig gebliebenen Puffer entsprechend beobachtet bzw. aufgefüllt werden können. Die liefernde Produktionsstufe, auch als Materialquelle bezeichnet, darf niemals mehr Teile als angefordert herstellen, aus den genannten Kostengründen, darf Teile vor Eingang der Bestellung nicht herstellen
und keine fehlerhaften Teile abliefern. Hier kommt quasi eine Kombination zu den damit einhergehenden oder oft einhergehenden TQM-Systemen daher. Die Bestandteile einer sogenannten Kanban-Karte, die sicherstellen soll, dass in diesen Pufferlagern nur entsprechende Mengen vorhanden sind und entsprechend an diese Pufferlager oder befestigt werden, haben normalerweise die Teilebezeichnungen, die Standardfüllmengen pro Behälter, die Materialquelle und die Materialsenke vermerkt. Die Materialsenke ist jeweils der Abnehmer, die Materialquelle ist der Anbieter bzw. der Produzent eben auf der vorgelagerten Stufe. Am Beispiel der X GmbH soll das Prinzip des Kanban-Systems kurz erläutert werden. Am Ende der Produktionsstufe 2 entsteht ein Lager. Dieses Lager kann ein fertiges Produkt beinhalten, wie hier dargestellt, zum Beispiel ein fertiges Auto. Dieses Auto wird verkauft und die Kanban-Karte landet eben in der Produktionsstufe 2, der mitgeteilt wird, dass das Lager, in dem Fall eben kein Pufferlager mehr, sondern eher ein Endlager, dass dieses Lager leer ist. Die Produktionsstufe 2 nimmt sich die Kanban-Karte, produziert entsprechend und wird dann normalerweise das Lager wieder auffüllen. Dazu benötigt sie, und das ist dann der Schritt eine Stufe weiter nach vorne, die Inhalte des Pufferlagers aus der Produktionsstufe 1, in dem Fall zum Beispiel den Motor, und produziert dann mit diesem Motor in der Produktionsstufe 2 das fertige Auto. So denn dann dieses Pufferlager wieder leer ist, wandert die Kanban-Karte in die Produktionsstufe 1, die dann ihrerseits hingeht und die Zündkerzen zum Beispiel anfordert, die sie braucht, um den Motor herzustellen, der dann wiederum im Pufferlager landet, um für die Produktionsstufe 2 zur Verfügung zu stehen. Die Vorteile und Nachteile des Kanban-Systems bestehen zum einen in Bezug auf die Vorteile in der organisatorischen Kostenreduzierung, in der Reduzierung der Durchlaufzeiten und in der niedrigen Vorratshaltung bei zentralen PPS, also Produktionsplanungs- und Steuerungssystemen. Alles das resultiert daraus, dass die Pufferlager in der Regel relativ klein gehalten werden und nicht den normal großen Lagersystemen entsprechen sollen. Die Nachteile des Kanban-Systems bestehen darin, dass sie bei längeren Rüst- und Anlaufzeiten nicht einsetzbar sind und dass eine kontinuierliche Nachfrage sichergestellt werden muss, damit eben Leerlaufzeiten und angesprochene Spitzenbelastungen nicht auftreten können. Ansonsten würde eine Kostenreduzierung nicht stattfinden. Was haben Sie gelernt? Die Kanban-Karte und das Kanban-System kann als Methode zur Produktionssteuerung eingesetzt werden. Es existieren wesentliche Unterschiede zwischen klassischen Push- und Pull-Prinzipien. Die Voraussetzungen zur Anwendung des Kanban-Systems haben Sie kennengelernt, welche Regeln das Kanban-System beinhaltet, wie die Funktionsweise des Kanban-Systems aussieht und was die Vor- und Nachteile des Kanban-Systems sind.